So, jetzt habe ich für euch noch eine Übung. Das ist eine richtig gute Übung, eine geile Übung, aber wirklich nur für Profis. Und vor allem der oben steht, der hat hier keinen Wettbewerb mit dem da unten, seine Füße maximal auf den Boden zu schleudern. Das bringt gar nichts. Wir fallen langsam hoch und jetzt nach unten schubsen. Aber mit Gefühl. Sehr gut. Und das kann ich nur mit jemandem machen, der natürlich auch schon Stabilisatoren hat im Bereich der Wirbelsäule, im Bereich der Lendenwirbelsäule. Er muss es absichern können. Nicht ins Hohlkreuz fallen. Arm hoch, stopp. Das Ganze kann man natürlich auch machen. Schräg. Und hier rüber. Und in die Mitte. Und hier rüber. Und in die Mitte. Und noch einer rechts. Gut, kannst Beine ablegen. Kurze Erläuterung. Das geht wirklich nur mit Leuten, die ein gutes Grundkorsett und Muskulatur haben. Als Einsteiger ist das einfach schwierig. Ihr tut euch echt keinen Gefallen, wenn ihr das macht. Ihr könnt auch dabei verletzen, weil das ist wirklich extremer Stress, was in der Wirbelsäule entstehen kann. Stabilisatoren sind Muskelgruppen, die bilden sich nicht als Anfänger, nicht von heute auf morgen. Das dauert einfach ein Weilchen, bis die da sind. Und genau deswegen macht nicht so Zeug, wenn ihr noch nicht bereit seid.